Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annetta und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch Look Fantastic Beauty Bag. Normalerweise haben wir Beauty Box, aber im Dezember haben wir Beauty Bag erhalten und ich finde das absolut wundervoll. Schauen Sie bitte mal, was für eine Farbe. Dunkelblau mit ein bisschen Gold hier, Look Fantastic geschrieben und Verschluss ist auch in Gold gemacht. Schauen wir natürlich jetzt rein und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Die erste, was ich möchte euch zeigen, ist diese Booklet. Bei Look Fantastic haben wir noch Booklet, nicht Scan Me wie bei Glossy Box. Und der Topic ist Festive Edit. Wir schauen natürlich erstens die letzte Seite. Was haben wir hier? What's coming up? Das ist Sneak Peek für Januar. Und hier sehen wir Morning Expert Glow Romnic Serum von This Works. Also das ist nicht Full Size, das ist Travel Size kann sein, 15 ml. Trotzdem, das klingt sehr, sehr spannend. Und lass uns jetzt endlich reinschauen, was haben wir. Wir sollten 6 Produkte hier haben. Erstens, was habe ich hier, ist von Medic Aid Micellar Mousse und hier für 40 ml, das ist einfach ein Mousse für Gesicht zu waschen, reinigen und diese Marke liebe ich sehr. Ich freue mich natürlich, made in UK, also Medic Aid ist sehr, sehr teure Marke und wir können natürlich jetzt ein bisschen schnappen. Riecht es? Nein. Ich fühle leider gar nicht, kein Geruch kommt. Ja, erste Produkt ist absolut wunderschön. Und nächste, was wir haben hier, ist Handcreme von Neutrogena. Concentrated und hier 50 ml made in France. Also Handcreme ist etwas, was wir unbedingt jetzt benutzen können. Jetzt mit solcher Temperatur hier in der Schweiz haben wir schon Minus und Schnee. Natürlich Handcreme ist etwas, was kann ich sehr gut gebrauchen. Weiter schauen wir weiter und hier ist Christophe Rabon. 40 ml. Sie bleiben bald bei 40 ml. Ich meine, sie haben angefangen mit 40, ein bisschen mehr mit 50 und weiter mit 40. Also nicht Full Size, aber irgendwie Reisegröße, kann so sein. Ja, das ist Cleansing Purifying Scrub with Sea Salt. Das ist Scalp, das ist für unsere Haut, made in Italy. Ja, made in Italy, das ist schon gut. Und haben sie das extra gemacht für Look Fantastic. Das sehe ich auch. Ja, nicht schlecht, Look Fantastic. Haben sie genau diese Reisegröße extra vorgestellt, dass Look Fantastic können in unsere Beauty-Tasche rein tun. Scrub, wie riecht das? Kann ich gar nicht öffnen. Wow, geht es echt schwer. Ah, riecht gut, sehr angenehm, ein bisschen frisch. Kann ich leider nicht sagen, was noch dazu kommt, aber kommt es etwas, was so männlich riecht? Weiß ich nicht. Aber irgendwie, ja. Trotzdem benutze ich sehr, sehr gerne Scrub für meine Haare. Ab und zu einfach meistens irgendwie einmal Maximum pro Woche brauche ich nicht mehr. Natürlich, wenn Sie ein bisschen so ölige Haut haben, das ist schon klar, vermutlich brauchen Sie noch mehr. Aber für meine Haut, Scalp brauche ich nicht. Nur einmal pro Woche, das schon reicht. Weiter haben wir noch etwas von First Aid Beauty, das ist Repair Cream mit 28,3 Gramm, interessante Menge. Also diese Creme ist für Gesicht, Haut,
für Füße, Hände, für alles Mögliche. Einfach für sehr trockene und für sensitive Skin. Ich meine, wenn Haut ist ein bisschen trocken bleibt und sie schauen so, muss ich unbedingt irgendwie ein Creme benutzen. Das ist der beste Creme, die sie benutzen können, ist genau hier. Jawohl, weiter haben wir von Mina und das ist Eyeliner. Ja, Eyeliner made in Germany, Mina Cosmetic. Ich sage Mina. Und ich habe einfach so gehört, dass man soll Mina sagen, nicht drei Ina, nicht etwas anderes. Und ich vermute einfach, dass es wirklich so ist. Schauen wir. Ja, was kann ich sagen, ist nicht so einfach wert, dass einfach so benutzen. Ich meine, du musst so irgendwie ein Profi schon sein. Ich benutze sie sehr, sehr gerne. Eyeliners, genauso Liquid Eyeliners, liebe ich sehr. Heute natürlich ohne. Oh, heute einfach nur mit Kajal. Weil mein Eyeliner ist leider leer gegangen und ich freue mich besonders, etwas Neues zu haben, Neues ausprobieren. Und von Mina habe ich noch nicht etwas gehabt. Ganz das letzte Produkt, was haben wir hier von Bytree und das ist Brightening CC Serum. Glowing Base 7 ml. Zu wenig, aber das soll reichen. Das ist Nummer 4 Sunny Flash und es ist ein bisschen dunkel für mich. Ich habe das schon ausprobiert. Ich war einfach so neugierig und wollte ab sofort ausprobieren. Bytree liebe ich sehr und ich würde natürlich diese Serum benutzen, aber einfach nur im Sommer. Wenn ein bisschen meine Haut dunkel wird und das kann passen. Jetzt mit so ohne Sonne Kiss ist ein bisschen schwierig. Also Tasche ist leer, haben wir nichts mehr da drin und was kann ich sagen, hat mir sehr sehr gut gefallen. Absolut, ich freue mich sehr, dass es weniger dekorativ Kosmetik da drin ist, ja klar, aber trotzdem, das ist so mehr Pflege, das ist mehr so selbst schauen, aufpassen, auf sich schauen und ja, gar nicht schlecht. Ich meine, wir hatten schon genug Dekorativkosmetik gehabt und mit solcher Temperatur im Winter soll man ein bisschen auf sich schauen, ein bisschen mehr Pflege benutzen. Ja, das finde ich toll. Und Gesamtwert für ganze Box ist, ich muss noch kurz schauen, 63 Euro. 63 Euro 74 Cent. Ja, nicht viel, nicht besonders irgendwie wow, aber trotzdem, ja, hat mir absolut gut gefallen. Schreiben Sie bitte sehr gerne in die Kommentare, was denken Sie? Hat diese Beauty Tasche Look Fantastic euch gefallen oder nicht? Wie finden Sie ganze diese Produktemenge? Und ja, freuen Sie sich über besondere Produkt hier in dieser Tasche? Würde ich mich sehr, sehr interessieren. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich und ich bedanke mich noch für Zuschauen. Wir sehen uns später im nächsten Video. Nicht verpassen. Tschüss!